Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen, unglaublich tollen Folge von Generation Zero. Und wir werden ja langsam irgendwie, ich habe den Eindruck, umzingelt. Genau, deswegen werden wir uns jetzt so nach und nach auf den Weg machen, hier am See entlang. Ja. Zuerst nochmal ein Unterschlüpferchen. Da hinten haben wir so einiges markiert, ein Unterschlupf und auf dem Weg dann auch gleich zur nächsten Mission. Aber erstmal brauchen wir den Unterschlüpfer. Der ist dahinter. Da hinten auf der 1 ist der Unterschlupf. Aber nachdem wir ja nicht schwimmen können, müssen wir natürlich um den See rumgehen. Ja, furchtbar. Oder die haben das reingemacht und wir haben es noch gar nicht probiert. Du kannst ja mal reinspringen. Nö, spring du mal rein. Nein. Ich trau mich nicht. Ich trau mich. Ich bin doch wasserscheu. Ja, soll ich es probieren? Ich bin nicht wasserscheu, aber ich glaube nicht, dass sie das reingemacht haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir werden es einfach mal testen für unsere Zuschauer, oder? Oh. Naja, ich teste das. Pass auf. Nö. Aber du bist doch nicht gestorben jetzt, oder? Nö. Ich konnte zumindest ein Stück reingehen. So, warte mal. Bis zu den Knie kann man, glaube ich, reingehen. Oh, und das dann ist ja auch schön hier. Was ist das hier Schönes für ein Häuselein? Hier gibt es irgendwelche Pläne. Oh. Aber ich höre irgendwas. Oh, das nehmen wir uns. Also ich glaube, das sollten wir uns nehmen. Er schießt. Kuckuck. Was machst denn du? Das ist schon kleiner gewesen. Ach so. So ein Knatterton sozusagen. Knatterton. Hast du was Schönes hier gefunden? Nee. Gehen wir mal hoch. Hier soll es ja wohl was geben, habe ich gehört. Pläne. Aber es kann auch sein, dass das draußen an dem Schiffchen ist, an dem Steg. An dem Steg? An dem Steg, genau. Nur hier oben gibt es nichts. Nicht wirklich. Doch, hier ist eine Waffenkiste. Ein Baseballschläger und eine Klauke. Mhm. Wo waren die Waffenkiste? Ganz oben im elterlichen Schlafzimmer, im Schlafgemach. Hab ich die denn übersehen? Ach ja, hab ich. Hasse. Zwei Sterne. Ich sag doch, nur Mist. Schau mal hier unten. Das ist ja auch eine schöne Terrasse hier, oder? Bist du schon wieder draußen? Ja. Ich bin draußen, ja. Und bei mir warst du gerade noch oben. Ach ja, nein. Hier ist ein Bötchen. Super, hier ist gar nichts drin. Bötcher. Mach doch kein Loch rein. Wieso? Wolltest du damit los? Ja. Hallo. Gibt's hier was? Nö. Warum nicht? So, wir müssen doch irgendwie auch den... Ach ja, wir müssen hier weiter, ne? Oh, gibt's ein Radio. Warte, hier ist auch noch was. Und hier liegt was. Was liegt denn da? Was war denn das? Keine Ahnung. Ich hab's genommen und hat's bling gemacht, hat aber nirgendwo was angezeigt. Ich komme. Auf den Tisch. Schau mal auf den Tisch. Sieht nicht so aus, als würdest du kommen. Das ist das Mag. Hm? 100 EP hat das gegeben. Okay. Ja, immerhin, weißt du, ist mal... Immerhin. Ich wollte gerne nochmal in die Garage gehen. Geh mal in die Garage da rein. In die Garage. Halt doch, hier geht's rein. Guten Tag. Oh, hier ist noch eine Waffenkiste. Aha. Wieder nur so ein billig Krimskrams. Ich glaube, die gönnen uns einfach nichts in dem Spiel. Kann das sein? Ja. Ja. Das sieht irgendwie danach aus. Warte, da hinten ist jetzt noch so ein Schuppen. Da war ich schon drin. Da ist eine außer eine, ach so, für dich, ja, die Kiste, ja. Klar. Und mehr ist es nicht. Aha. Schieb mich da doch einen ganzen Raum, weißt du? Ich nicht. Doch, du. Oh. Tschu, hat er gemacht. Ja, ich hab's schon. Ich hab's direkt, weißt du? Es hat mich noch nicht mal entdeckt gehabt. Tschu. Ja, mit der Stromhalle ist es alle, ne? Wenn du keinen USB-C-Anschluss hast, dann kannst du nicht mal laden, du. So, das sieht aber alles sehr, sehr buschig aus hier. Aber es ist wenigstens ruhig.
Kommen wir hier unten lang? Ja, ich guck mal, ist doch ein schicker Strand. So nett hier. Und da wollen wir hin, da ist eine Unterkunft. Ja, da ist hoffentlich auch eine Brücke, sonst, ne? Ja, da ist, irgendwas ist da bestimmt. Hallo, jetzt umgehen wir die alle schön brav hier. Das ist ja eigentlich auch schlau, ne, auf so einer kleinen Mini-Insel, da musst du bloß den einen Eingang bewachen, im Grunde. Ja, außer... Weil schwimmen können ja die Roboter nicht. Man weiß es nicht. Ja, dann rosten sie halt, ne? So doof werden sie nicht sein. Der schwimmt, der rostet. So ist es, war es schon immer. Mhm. So, jetzt müssen wir hier, kommen wir hier durch. Jo. Was für ein schönes Plätzelein hier. Aha. Ach, schau, hier ist eine Brücke. Ünbrück. Das ist ja eine süße Brücke. Nein. Das sieht aber toll aus. Ja. Wenn es denn nicht so maschinenverseucht wäre hier. Dann wäre es richtig schön hier, ja. Da drüben scheint dann auch wieder ein Punkt zu sein, ne? Eine neue, noch eine Unterkunft. Ist das hier Stonehenge oder was? Na, schau doch. Das ist sehr verstonehenged. Mal süß, ja. Oder? Steinkreis auch. Schau mal, hier ist ein Kistchen. Ist das hier schon die Unterkunft oder wo ist die? Müsste ja schon so sein, ne? Ach, hier drin. Das müsste hier sein, weil wenn hier Kiste und so ist, dann ist es eigentlich ein Doppelbett. Ja, siehst du? Noch ein Magazin. Nein, ich schlaf oben. Du hast letzte Mal oben geschlafen. Hallo. Ja. Nur da haben wir das auch gefunden, siehst du? Dann nehme ich meine Markierung mal wieder weg. Zack. Hier drüben ist die Kirche. Und da müssen wir hin. Nach Ketkaret. Ketkaretret. Wie heißt das? Ketkaret. Ketkaret? Ketkaret. Wo bist denn du schon wieder hin? Ach, da. Ich bin an der Kiste und... Genau, wir sind gleich wieder da. So. Wir haben uns sortiert, den schönen Anblick bewundert. Denn ich glaube, es wird bald wieder Tag, ne? Das kann ich hier mir nicht vorstellen. Nicht in diesem Spiel, ja. So, weiter Richtung 2. So, wir gehen genau Richtung 2. Willst du noch an der Kirche wieder vorbeigehen? Nö. Die holen wir bestimmt. Ich glaube, die haben wir sogar schon. Nee, die haben wir noch nicht. Ja, aber ich würde gerne die Mission machen. Ach so. Das soll endlich mal die Hauptmission hier. Weißt ja, dass wir leveln können. Es hat ja auch einen Sinn, warum wir hier überhaupt sind. Natürlich, wir wollen experimentelle Waffen haben. Es ist ja nicht so, dass wir hier, ne? Dass wir hier nur zum Spaß rumlaufen. Verdammt. Hier lang. Ach ja, da war die kleine Brücke. Ich dachte schon, Aber das ist wirklich stabil gebaut hier, du, ich sag's dir. Herrlich. Ja. Aber wenigstens ist es mal wieder dunkel, weißt du, das ist ja auch wichtig für das Spielerlebnis. Ja. Genau, mach mal dein Lämpchen an. Ja, damit die uns auch sehen, weißt du. Gehen wir querfeldein oder nehmen wir Weg? Nö, querfeldein. Nö, querfeldein. Durchs Schilf gestapft hier schön. Genau, gibt ja gerade keine Zecken, ist ja viel zu kalt dafür. Ja, richtig. Guck mal, hier ist noch eine Straße. Hier ist was los. So, hier oben haben wir eine schöne große Wiese. Da ist doch bestimmt wieder irgendwas los. Ach nö. Mhm. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer, habe ich den Eindruck. Der Schnee ist langsam weg. Mhm. Naja, Frühling halt, ne? Frühling, ja. Ja, noch nicht so richtig. Also. Wir haben einen Kontrollpunkt gefunden. Aha, super. Oder? Da hinten. Guck mal, da hinten, wo ich hinschaue, wo ich hinlaufe in die Richtung, da ist irgendwas Großartiges. Licht glaube ich gar nicht, oder? Ich weiß nicht, da ist viel Licht und so. Und wo viel Licht ist, ne, da ist auch meistens... Schatten, viel Schatten. Geh mal da mal hin, oder? Oder gehen wir erstmal Richtung Mission? Nein, wir gehen Richtung Mission jetzt. Ach so. Dann machen wir das. Wie du willst.
Ja, da müssen wir auch mal. Oh, ich hab da gesagt, da ist was los. Da ist eine Tankstelle. Aha, aha, aha. Ja, vielleicht müssen sich die Maschinen auch mal auftanken, weißt ja, du? Ja, natürlich. Ich bin mir sicher, dass wir da sowieso noch hin müssen, irgendwann früher oder später. Die laufen ja auch nur mit Diesel. Und das da. Aha. Das müssen wir ich habe jetzt schon eine ganz gruselige Musik, siehst du? Ich noch nicht, aber bestimmt gleich. Aha. Mhm. Oh, hier geht's auch lang. Komm. Wir hatten da das Lämpchen auf dieses kleine Inselchen gestellt. Das ist ja niedlich. Das ist süß, ja. Okay, ich werde anvisiert. Irgendwer wow. möchte. Was? Ich bin weggeflogen von dir. Oh. Kommen Sie zu mir. Fliegen Sie bitte nicht davon. In der Schusslinie. Findet den Funkmast. Dieser. Ich gehe erstmal hier rein. Wie ging denn das jetzt gerade, dass ich hier ein paar Meter nach hinten geflogen bin? Vielleicht durch den. Durch einen Hund. Hier geht's nicht rein. Jetzt würde mich natürlich schon interessieren, was auf dieser kleinen Insel hier drüben ist. Und dann geh doch hin. Hier hin. Ist da was? Für Medipacks, Rucksäcke. Oh ja. Die kann man immer brauchen, ne? Willst du immer haben, weißt du, da kannst du nie genug von haben. Hatze. So, und da oben sind dann auch Gegner. Nein. Doch. Nee, dann gehen wir da nicht hin. Nee. Wir bauen uns hier lieber eine Hütte. Ist ja hier sehr eine tolle Konstruktion hier. Ja, aber ehrlich. Haben sich aber echt Mühe gegeben hier. So. Okay. Was denn? Das war vermutlich dann der, der mich anvisiert hat. Oh, hier ist noch einer. Davon schon aus, ja. So, hier braucht man einen Schlüssel für. Ich habe den ja gefunden. Den hast du gefunden? Nö, doch nicht. Wir hatten den doch gefunden, den hattest du doch gefunden von Ulmers Haus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier in Ulmers Haus sind. Doch, 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 glaub's mir. Na, zack, Ulmer, ah. Hallo, der Ulmer ist bestimmt zu Hause. Oh. Upsi. Hier ist ein Kassettenrekorder, magst du den mal abspielen? Ja, 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 ja. Hier in der Ecke? Ein AB. Los geht's. Ingrid. Hallo Ingrid. Du svarar såklart inte. Men du vet vid det här laget att jag inte är på väg. Kan jag hämta upp dig på vägen till jobbet i Uppsala? Du borde inte åka själv i ditt tillstånd. Prata igenom allt det här. Die Leute wollen hier zuhören. Du av alla borde förstå att det går emot all vetenskaplig praxis. Det är forskningsetiskt tveksamt och med tanke på dina egna motiv. Du är aber sehr sauer, weißt du? Die Ingrid. Die ist richtig sackig. Ja, ja, ja. Nur weil der nicht abgenommen hat, weißt du? Dabei hat er doch eine Diät gemacht. Hast du was Cooles noch gefunden? Weiß ich nicht. Ich habe noch nichts. Nee. Aber hier muss noch irgendwas drin sein. Ulmers Tagebuch. Von Ulmer führte. Der heißt wirklich von Ulmer. Achso, von Ulmer führte in den 70er Jahren ein ausführliches Tagebuch über seine Gedanken und seine Arbeit, hörte aber 1980 damit auf. Ein bestimmter Eintrag vom Februar 71 erwähnt Frederik Holberg. Naja, lest mal. Ihr könnt ja jederzeit pausieren, wisst ihr? Ich habe gerade die Schlüsselkarte gefunden. Oh, hört, hört. Was ist denn hier zum Einsammeln? Warte, musst du aber zu mir kommen, weil der hier, hier unten ist der Eingang. Warte, warte, ich komme gleich. Du bist eine sehr kriegerische Frau heute. Naja, soll ich mich angreifen lassen, wenn der hier vor mir steht? Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Naja, hier im Wohnzimmer. Du bist noch drin. Na klar. Ah. Ah. Hallöchen. Gehen Sie rein, gehen Sie rein. Ja, ja, bin ich, bin ich. Oh, hier gibt es aber viele tolle Sachen. Tresor. Anhören. Oh, hier ist ein. Häromdagen war ich på sjukhuset i Stockholm für Testresultat. Lunginflammation, som jag tycks ha ådragit mig. Det kan vara dödligt, så. Medicinering kommer att stilla den värsta smärtan, men inte mycket mer. Vi
prata inte om hur länge jag har kvar, för jag hördes inte. Er hat eine sehr entspannte Stimme, weißt du? Was haben wir denn hier? Was habe ich denn da entdeckt? Eine 5-Sterne MP5. Die wolltest du mir jetzt vorenthalten, ja? Nö, wieso? Ich habe sie doch auch schon genommen. Ich muss die mal zuweisen. Weil ich glaube, die ist cool. Ich glaube, die ist cool. Habe ich Ergänzung? Naja. Irgendwie nicht. Aber eine 5 Sterne. Da redet vielleicht noch jemand, oder? Also. Oh. Achso, ja. Der hat irgendwas mit HIV, hat er. Die Leute können sich das ja durchlesen. Weißt oh, du? Das ist ja furchtbar mit dir, ehrlich. Was denn? Dass der HIV hatte? Nein, dass du hier überhaupt nicht auf die... Die Story? Ja. Boah, ich liebe die Story. Na du, was der erzählt, weißt du, ich... Sein Codename ist Rechnungsstelle Ost. Das ist ein toller Codename. So hätten wir unseren Kanal nennen können. Danke, dass du mir geholfen hast, Hund. Ja, ja, du hast es auch nicht so leicht. Der hört ja nicht auf zu quatschen. Nee, der hört nicht auf. So. Gehst du mal auf die Karte? Ich bin auf der Karte, jawohl. Genau, wir werden uns jetzt hier oben hin, wo du, oder das daneben, ist ja egal. Nee, eigentlich das daneben ist besser. Siehst du meine zwei? Nein. Wo ist denn oben? Ach doch, da, ja. Genau, also da werden wir uns jetzt hinbeamen, dann werden wir den Unterschlupf hier holen, ja, diese Mission hier machen und dann hier oben die Brücke. Vielleicht sind wir auch noch cool und nehmen den Unterschlupf auch noch, den, der da drüben ist. Natürlich sind wir cool. Den hier. Also ne, gehen wir jetzt zu Ruxelle. Ruxelle, also Ruxel, genau. Ruxelkopf, da jawohl. Gehen wir jetzt hin, so. Das machen wir jetzt auch, so. Habt ihr jetzt davon. Was habt ihr jetzt davon, Ruxelle? Ja, richtig. Ja? Jetzt erlebt ihr mal so einen richtigen Ruxelle. Was war das? Ich weiß nicht. Oh, einer. Ordentlich komisch geschrien. Einer gepfiffen. So, wir haben uns sortiert und teleportiert. Und hier draußen ist immer zu, wird hier geschossen. Ich weiß gar nicht warum, was hier los ist. Wir sind aktuell hier oben, ne? Haben wir ja gesagt. Es wird Tag, es wird Tag. Nein, hör auf. Nein, dann warten wir, bis es Nacht wird. Das kann es doch nicht sein, dass es hier mal Tag nicht. Wird. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, tatsächlich, Mensch. Oh, wie, das ist ja wie ausgeschlafen, weißt du? So ein bisschen ist das wie ausgeschlafen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn das? Ach, hier liegt lauter Zeug rum. Das sind so Sachen zum Auseinanderpflücken. Kann ich die Axt haben? Nein. Ich hätte die gerne anstatt meinem Baseballschläger. Du weißt ja, wie es ist. Wir rennen natürlich in die richtige Richtung. So, ich habe die MP5 mal ein bisschen aufgewertet mit einer Lauferweiterung. Die hat aber allerdings nur 2 Sterne. Und das, ich meine, das ist eine 5-Sterne MP5, ne? Ach, schau mal, eine Mühle. Ach, das dreht sich ja sogar. Ganz gemütlich. Ja, das ist ja schön. Oh. Anvisierung? Mich nicht. Mich hat keiner anvisiert. Oh. So, das war jetzt nicht allzu weit, oder? Nö. Das ist erstmal der nächste Unterschlüpfer und dann... ja, und dann wollen wir die Hauptmission weitermachen. Ja, die ist dann auch nicht so weit weg. Aber wir... Ihr seht ja, die Unterschlüpper, die sind schon cool, wenn man die hat, weil man kann sich halt wirklich auf der Karte hin und her portieren und... ja, relativ flott. Genau, und da muss man halt nicht immer durchs ganze Land... tingeln. Oh, was ist denn das? Ist ja süß. Mal, die sehen so süß aus, weißt du. Der ist auch nicht sauer. Böse? Doch, jetzt ja. Na, ich weiß nicht. Ich habe ihn dann auf jeden Fall auch böse gemacht. Ich glaube, wir haben sein Visier kaputt gemacht.
kann ich mir gar nicht vorstellen. Der hat über mich drüber geschossen. Aber wie er gemütlich da lang gefahren ist, ist so nicht süß. Ja, rotototototo, weißt du, ganz süß. Jo. So süß. Schöne russische Teile. Ja, toll. Dann gehen wir weiter. Da hinten zeigt er übrigens auch gerade eine Mission an, aber ist egal. Ja, ja, da müssen wir ja nachher hin, aber ich wollte zuerst den Unterschlupf so holen. So verquirlst du die ganze Angelegenheit hier. Ich verquirle sie, klar. Sind eine schwedische Verquirlerin. Genau, Smörrebröt, Smörrebröt, Genau, Smörrequill, Smörrequill. Ah, schau, hier ist auch ein schönes Haus. Dass ich nicht meine Maus und meine Tastatur nach hinten schmeiße. Ja, das machst du nicht. Nicht? Oh, hier ist schön warm, hier ist gut für meine Füße. Ja, das ist der Unterschlüpper, den ich meinte. Ah ja. Guck mal, hier hast du gar einen Wohnwagen, du. Das sind eigentlich eher die Holländer, ne? Aber hier in dem Fall machen das auch die Schweden. Machen das auch die Schweden. Kann Begleiterstation. Warte mal, da kann ich doch mal meinem Tierchen eben wieder den Raketenwerfer geben. Das Auto sieht cool aus. Das hat ein bisschen was von State Decay, oder? Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, hier. Oh ja. Das ist ja toll. Hat was, ne? Weiß ich jetzt. Dann macht sie aber die Klappe wieder zu, weißt du? Nee, mach ich nicht. Doch. Hat sie gemacht. So, was haben wir denn hier? Landbeschleuniger. Oh, eine Battery. Hier ist ja noch was. Das ist ja ein richtiger Prepper-Bude. Hier haben wir eine Kiste, alles klar. Aber du hast doch gesagt, das ist eine Unterschlüpfer, oder? Ja, ja, wir sind ja noch nicht durch. Oh. Ich glaube mal, das liegt hier im Haus drin. Was haben wir denn hier? Ja, da oben. Klebstoff. Oben im ersten Stock müsste es liegen. Okay. Hier ist es. Ich komme mal eben rum. Ach ja. Tada. Das ist auch, also das ist wirklich nett. Ach, da lag eine Knarre unterm Kissen, geil. Unterm Kopfkissen liegt eine Knarre. Komm ich gleich gucken, warte. Also nur eine Pistole, aber trotzdem. Wer weiß, was für mich drunter liegt. Eine Waffe 1 von 2. Also ich muss es ja hier irgendwo noch eine geben. Ihr müsst ja echt ganz genau überall hingucken, ne? Ja, ja. Also das mit hier unterm Kopfkissen ist mir jetzt auch noch nicht einmal aufgefallen, dass da was hätte liegen können. Wir gucken auch in die Badewanne, Leute. Nicht, dass wir hier... Dann gehe ich mal runter. Oh, das sieht aber auch gemütlich aus hier. Es ist ein echt schönes Haus hier, das muss ich schon sagen. Hier können wir auch ein bisschen zocken. Das ist cool. Okay, hier gab es nichts weiter. Ein Funkgerät. Nehmen wir mit. Baguette. Ich hab schon so ein Spiegel, in dem ich mich nicht sehen kann. Das macht mich nervös. Du bist ein Vampir. Hier ist die Waffe drin. Wo ist denn hier? Hier im Tresor. Hier im Gang. Wo bist du? Warte, ich komme. Hier in der Ecke ist ein Tresor. Den habe ich gerade. Oh, das ist eine schöne Küche. Noch eine MP5. Wie gut ist die? Ach, das ist nur eine 2 Sterne. Nö, dann will ich die nicht haben. So, ich hatte nämlich gerade einen Muffin gefunden hier. Oder was das war, irgend sowas lag hier auf dem Tisch. Hier hinten auf dem Tisch liegt da bei dir auch was? Oder ja, da liegt da was. Das ist ja niedlich. Ja. So. Leute, wo gehen wir hin? Mensch, das ist ja schön hier. Also hier würde ich ja gern bleiben. Das ist, glaube ich, das schönste Haus, was wir bisher hatten, oder? Ja. Also auch die Küche gefällt mir. Hat ihm nur nicht viel genützt, ne? Hat ihm nicht viel genützt, aber naja. Naja. So, dann Wegpunkt setzen. Bitte, hast du gemacht? Ja. Habe ich jetzt mal gemacht? Ist so gut. Genau. So, jetzt gehen wir nämlich zu der Mission, die du vorher schon gesehen hast. Wo ist denn dein Hund eigentlich? Na ja, der läuft da. Sehe ich wieder nicht. Oh. Er ist aber da, keine Sorge. Gut.
Und vielleicht taucht er ja noch auf, wenn er schießen muss. So, Dalle. Und oh, die Sonne geht langsam auf. Hm. So schön. Oh, hier hat was gebumpert gerade ganz laut. Was? Ich war's nicht. Sicher? Wisst ihr, die müssten noch ein paar so kleine Blümchen reinmachen hier und sowas, ne? Das wäre cool. Naja, es ist jetzt dann bald Frühling. Ja. Es dauert noch ein bisschen. Schau, hier ist ja auch noch ein bisschen Schnee. Ist ich glaube ja. Auch glaub, noch ja. Da. Oh. Und tschüss. Also die kleine MP5 hier, die ist ja wirklich gut. Ja, ich hab die auch lieb. Die ist ja gar nicht übel. Da braucht man nur noch ein Zielfernrohr. Oh, ich werde avisiert. Von wem? Von wo? Irgendwoher. Da hinten. Da hinten. Ach ja, da. Ist schon durch. Mhm. Oh, schau doch mal, wie geil das aussieht. Oh. Ich hab auf einmal so ganz komische Musik. Hast du auch so komische Musik? Ich hab immer komische Musik. Nö. Nicht oh. Einen komischen Song. Glaub, okay, ich habe so gruselige Musik. Das wird wohl nix. Da ist so ein kleiner Aufgang, ja. Extra haben die den für uns gemacht, weil die wissen, dass wir hier lang wollen heute. Du. Ach, du warst das mit der gruseligen Musik, jetzt weiß ich's. Genau. Ich glaube nicht, dass ich das war. Komm mal hier hoch. Hallo. Herrlich. Wenn man da runterfällt. Das würde mir gar nicht gefallen. Labala. Das sind ja lustige Berge hier. Aber echt, ey. Ja, furchtbar hier. Das ist ja ein Auf und Nieder immer wieder. Oh. Oh, 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 oh. Ich bin okay, zumindest darunter, mal im Kampf. Darunter müssen wir aber. Ja, du bist im Kampf. Jetzt habe ich ein bisschen Techno-Musik gehabt. Gerade. Ich glaube nicht, dass das Musik ist. Das ist das Schießen da unten halt. Ja, dann lass es schießen. Irgendwo da hinten im Gemüse. Ah, oh, das hat jetzt etwas wehgetan. Komm. Mal. Wo schießt denn der hin? Ah. Au, 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 au. Also Frau Wauwau macht das schon. So, wo bist denn du? Ach, da oben. Ich bin da runtergefallen. Dann fall noch mal runter. Fuß gebrochen und Genick gebrochen. Aber dafür bist du aber schnell unterwegs, so. Schmerzen habe ich jetzt auch. Oh, da ist ein Dicker. Da ist ein Dicker? Jetzt wie dick ist er denn? Ja, so mitteldick. Sehr gut. So soll's laufen. Kuckuck. Ich glaube, wir müssen sowieso runter. Oh, die ja, die ist cool, die Knarre. Die ist richtig die cool. Ist nett, jo. Ein paar Schüsschen, ehrlich, und schon? Und schon triffst du dich. Sehr gut. Ihr kleinen Hunterwürstchen. Komm, wir gehen hier runter. Wenn wir zu zweit drauf schießen, dann geht das immer relativ flott. Das geht ratzifatzi, ja. Aber du bist halt schon ein bisschen loser. Also wenn du halt alleine drauf schießt, dann klappt das immer nicht. Nee, das stimmt. Ich guck gerade mal. Zerstöre Nachschubstationen. Ja, komm. Komm, lass uns alles zerstören. Das können wir sowieso am besten. Warte mal, dann nehme ich aber meine Dicke. Darf ich denn hier rein? Ich weiß nicht, mach mal auf. Hallo? Guten Tag. Wir sind nicht würdig. Ah. Oh, hier ist eine Knarre. Was? Cool. Wie, hier ist eine Knarre, wie meinst du das? Naja, ich glaube, wir suchen einfach den Schlüssel, hä? Huh? Wieso, ich bin doch schon drin. Was?
Okay, ich komme da nicht rein. Wieso nicht? Hast du das Gewehr weggenommen an der Tür? Ach, jetzt ist die... Nein, bei mir war da kein Gewehr, leider. Okay. Alles klar. Das war ja ganz schön schlau von dir. Hat ja keine Ahnung, dass hier alles in die Luft... Manchmal, weißt du, manchmal ist es... Ich weiß, es ist schwierig mit mir, sag's doch so. Harko? Både jag och Georg var med i finska frivilligkåren under kriget, hörru. Jo då, vi kan våra grejer. På den tiden hade kommunisterna förstås inte de här robotarna. Mm-hmm. Nåväl, vi lyckades lägga oss i bakhåll utanför beredskapsförrådet i Stenmyraberget. De var förbaskat många, men vi lyckades lura in dem i förrådet och stänga porten. Vi använde Helges gamla Sjökvist-gevär för att barrikadera den. Synd på så fint arvegods. Men han klarade sig inte, så... Det kändes rätt att han... Helgas alte Flinte, das schauen wir doch gleich mal. Das ist auch eine halbautomatische 4 Sterne. Ja, die sind eigentlich nicht schlecht. Du, schau mal, jetzt glaube ich, kannst du den Bunker Minken und Uttern sehen. Minken und Uttern? Mhm. Ja, gute Frage. Aber ich glaube, das ist jetzt freigeschalten worden erst. Ja. Vermutlich, also ich... Missionen, warte mal. Kommandonetzwerk wieder. Warte. Bin ich doof? Lene? Aufträge? Log. Kommandonetzwerk, ne? Kommandonetzwerk. Und da gibt es jetzt Minken und Uttern. Die sind jetzt gerade freigeschalten worden, nämlich... Bei mir ist halt bloß das Problem, dass ich sie ja sowieso nicht sehe. Also ich sehe ja keine Bunker. Immer noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die hinter einer anderen Mission versteckt sind. Ja, aber eben gerade ist bei mir jetzt hier oben das wieder freigeschaltet. Deswegen fand ich jetzt, naja, gut. Suche den Minken. Dem Feldzugplan im Bunker Wesslan zufolge sind noch weitere 6 Kommandobunker in der ganzen Gegend verteilt. In einem Spionage. Ja, wir haben ja nur noch 2. Entdecke den Feldzugplan in jedem der anderen Kommandobunker. Also wir werden irgendwo einen übersehen haben. In irgendeinem Bunker. Aber wo genau? Nein, wir haben die ja schon. Du siehst ja, welche wir schon haben. Ja, ich weiß schon. An der Seite. Okay, wir machen jetzt auf jeden Fall, wenn du auf die Karte gehst, gehen wir jetzt nach Richtung Norden. Genau. Das ist wieder ein Unterschlüpfer, den habe ich markiert. Und darüber ist dann die Mission, die Brücke. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Ach Mensch, ja. Schon wieder. Ist schon wieder soweit, ist ja Wahnsinn, oder? Mann, ehrlich. Hier geht sowas von ab. Also Abo und Like nicht vergessen und dann sehen wir uns garantiert bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.